So, meine lieben Zuschauer, ich grüße Sie an dieser Stelle zum heutigen JFD-Devisenradar am Freitag, Obacht, dem 13., jawohl, dem 13. März. Wir schreiben Freitag, einen Tag, an dem so mancher hier Unglück beseelt, aber das ist natürlich auch statistisch nachgewiesen, ein Tag wie jeder andere, aber wohl dem, der hier dem Aberglauben verfallen ist. Wir wollen uns dem realitätsnahen Markt widmen, die Preisentwicklung, die hier alle Marktteilnehmer beobachten und heute speziell hier das, oder besser gesagt, den Yen unter die Lupe nehmen, speziell hier bei US-Dollar gegenüber japanisch Yen. Das Währungspaar, was ich heute hier, und das zeige ich Ihnen gleich mal in der Wochentagsstatistik, am stärksten präsentiert. Wir sehen den Freitag mit 66% positiver Schlusspreise während der letzten 52 Handelswochen. Das ist eine ganz klar bullische Tendenz. Im Schnitt haben wir hier auch 100 Pips zu erwarten. Also hier dürfte durchaus heute noch Spielraum sein, wenn da nicht die Lethargie der letzten Zeit wäre. Wir haben auch heute wieder nur 29 Pips bislang zurückgelegt. Das ist sehr, sehr dürftig. Lassen Sie mich kurz mal die Pivot Points hier nochmal nachträglich in den Chart holen. Die Range, wie gesagt, sehr, sehr übersichtlich heute hier beim US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen. Schauen wir daher ganz kurz mal auf den Intraday-Verlauf. Wir hatten unlängst hier einen Konsolidierungsablauf. Hier mitsamt des Preishochs knapp über 122 Yen ging der US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen in dieser Handelswoche in eine Konsolidierung über, der dann oder diese sich hier in einer asymmetrischen Dreieck darstellte. Und trendfolgend wurde eigentlich hier ein Ausbruch nach oben erwartet. Es gab dann auch News hier in der Nacht, die zunächst stimulierend wirken sollten, aber dann sahen wir, mit Beginn der European Session gab es dann wieder Druck auf dem Währungspaar und letztlich hier dieser Ausbruchsversuch in der Nacht, der sicherlich hier nicht unter der Dynamik in Sachen Marktkapitalisierung, also Marktvolumen getragen wurde, wurde dann auch direkt umgekehrt und im Morgen hier zur European Session eben gab es dann den Ausverkauf. Wir haben hier die Unterstützung um 120, 65, 120, 70 getestet. Diese leitet sich hier anhand dieser Tiefs der vorangegangenen Zeit ab, kurzfristiger Natur. Wir sind hier natürlich generell immer noch in einem Aufwärtsflow, trotz dieses Spikes nach unten hier vom Vortag. Heute, wie gesagt, ja wieder eine schöne Erholungswelle und derzeit aktuell hier oberhalb des Pivot Points, 121, 22 heute. Wieder leicht zurück von den Tageshochs, aber das sieht hier eigentlich alles jetzt nicht so dramatisch aus. Wir müssen allerdings hier im Stundenchart-Intervall die Trendlinien anpassen, wenngleich natürlich auch wieder, und das sage ich gern an dieser Stelle, immer wieder schräge Trendlinien natürlich mit einer gewissen Vorsicht zu behaftet oder mit einer gewissen Vorsicht zu sehen sind, da eben hier deren Relevanz ja, durchaus immer nur einen gewissen zusätzlichen tragbaren Effekt hat, aber nie eine primäre, direkte, statistische, große Varianz, da eben hier die Parameter einer Trendlinienanlage viel zu flexibel sind. Ja. Also es gibt ja nicht genau die Richtwerte, die man hier statistisch eben so abgleichen kann. Der eine legt die Trendlinie so an, der andere so. Was ist denn nun richtig? Das ist genau der Punkt, dass die Trendlinie oder der die Trendlinie hier mehr oder weniger ein bisschen in Relativität stellt. Dennoch Chartformationen immer wieder ein Thema. Diese auch statistisch mit gewissen Tendenzen in die eine oder andere Richtung. Jetzt sehen wir hier praktisch auch im Stundenchart anhand der Korrektur, die ich gerade vorgenommen habe, sozusagen eine, ja, erneute Konsolidierungsformation heute Morgen mit Fehlausbruch. Und was passiert nun? Man kann hier generell sagen, US-Dollar gegenüber japanisch Yen oberhalb hier von diesem Level, das ziehe ich jetzt mal weiter fort, 120 65 rund, bleibt das Paar bullisch ausgerichtet. Was wir eben brauchen, ist jetzt mal ein signifikanter Ausbruch über 122. Schrägstrich, wenn wir heute ein neues Tageshoch machen würden, würde das natürlich ins Bild des bullischen Patterns, des bullischen statistischen Wochentages passen, sodass wir dann oberhalb des Pivot Points mit neuem Tageshoch auch hier natürlich weitere Verlaufshochs projizieren sollten. Das ist technisch durchaus denkbar. Gehen wir daher jetzt erstmal kurz in den Tageschart. Warum, wieso, weshalb ist das Paar so interessant? Weil wir eben unlängst ausgebrochen sind aus einer übergeordneten Konsolidierungswelle. Wir haben hier dann praktisch zum Dezember hier dieses Mehrjahreshoch gesehen, hier knapp an 122 ran. Dann auch hier diese große breite Konsolidierung. Und ja, nun sehen wir hier mehr oder weniger, dass es mit diesem Ausbruch hier zunächst weiter nach oben ging, hier am 6. März, wunderbar, aber jetzt tun wir uns schon wieder ein bisschen schwer. Dennoch, dieser Aufwärtstrend, den wir auch im Stundenchart gesehen haben, ist intakt. Das bullische Setup ist allgegenwärtig und es spricht, wenn wir hier eben rausziehen, heute neues Tageshoch machen, warum denn dann auch nicht hier in Richtung 122 weiter anziehen? Die statistische Relevanz ist durchaus gegeben und der Markt tut uns vielleicht den Gefallen, hier heute einen solchen Move zu vollziehen. Was heute nicht so ins Bild passt, das zeige ich Ihnen dann gleich mal, ist die heutige FTSE und
Vektorlogik, die stellt sich da ein bisschen in den Weg, aber wohl bemerkt, man muss natürlich hier auch alles mit einem relativen Blick sehen, denn auch die statistischen Rahmenparameter sind natürlich hier auch nicht in Stein gemeißelt und ein Garant dafür, was hier letztlich heute passieren wird. Grundsätzlich ist das Setup bullisch zu sehen und der US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen weiter zu favorisieren. Insbesondere eben, wenn wir hier nachhaltig über 122 Yen ausbrechen, ist das hier unter mittelfristigen Gesichtspunkten auch ein klarer Long Trade. Also hier die Konsolidierungsphase auf Stundenbasis, hier der Ausbruch auf Tagesbasis und die derzeitige Zurückhaltung ist eigentlich jetzt hier nicht negativ zu sehen. Es spricht grundsätzlich eigentlich viel dafür, dass der Markt hier doch noch mal nach oben auftritt und zeigt, was er kann. Insbesondere vor dem großen Hintergrund, vor dem großen Bild, das wir uns jetzt hier anschauen, im Monatschartintervall zum US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen. Ja, wir hatten hier damals schon, ist schon ein Stück weit her, aber hier oberhalb von 118 Yen eben die Annahme, dass dann wiederum über 115 Yen über dieser Trendlinie hier auf Monatsbasis das nächste Preisziel 123,85 ist. Warum? Weil wir hier einen Verlaufshoch vor der Ausbruch der Finanzmarktkrise sehen. Das ist das Level, was man durchaus auf der Agenda haben sollte. Und eben, weil wir dann hier mit Rückblick in die vorangegangenen Jahre eben sehr schön sehen, dass hier durchaus ein Widerstandsbereich ist im Bereich 124, 123,85. Also der US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen aus großer Sicht auch ein sehr, sehr interessanter Verlauf, ein sehr, sehr interessantes Paar, was hier eben durchaus noch viel, viel mehr vor sich haben könnte. Und was das sein könnte, zeige ich Ihnen jetzt mal in dem Bild des US-Dollars gegenüber dem japanischen Yen im Long-Term-Modus. Sie sehen hier das Währungspaar im Linienchart seit den 70er Jahren. Schauen Sie sich das an. Der US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen war mal bei 300 Yen. Und wir sind jetzt hier so ein bisschen um 120, wir sind sogar schon ein Stück weit drüber, der Chart ist nicht mehr ganz aktuell, ist schon 3-4 Wochen alt. Nichtsdestotrotz sehen Sie, hier ist das relevante Hoch vor dem Ausbruch der Finanzmarktkrise, hier praktisch auch das andere Hoch, was sich hier Anfang des Jahrtausends ableitet. Und wenn wir da drüber gehen sollten, dann haben wir im Prinzip Spielraum bis 130, 140 Yen, gar keine Frage. Der US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen hier übergeordnet, definitiv in einem sehr, sehr interessanten Modus. Und das deckt sich natürlich eben damit, dass wir hier auf sämtlichen Zeitebenen bullisch unterwegs sind. Also 123,85 das nächste Kursziel. Aus mittelfristiger Sicht gehen wir da drüber, dann haben wir hier Niveaus von 135, 140 durchaus zu erwarten. Aber erstmal hier sehen, was der Tageschart macht. Wir müssen mal abwarten, wie gesagt, am Nachmittag kommen noch ein paar US-Daten. Ob es da jetzt vor dem Wochenende noch einen schönen Drive gibt, so ein bisschen schwer tut sich das Paar aktuell, das lässt sich nicht bestreiten. Und da wollen wir doch mal sehen, wie der Tag letztlich ausgeht. Die FTSE-Vektorlogik, wie gesagt, die gibt uns heute wenig Aufschluss. Das muss ich nochmal sehen, da haben wir sie. Da haben wir im Prinzip heute auch eine kleine Verschiebung schon im Preisverlauf. Es hätte schon zu erheblichen Korrekturen können müssen oder vielmehr kommen sollen. Hat der Preis nicht gemacht. Insofern die FTSE-Logik hier heute im 60-Minuten-Chart-Intervall, beziehungsweise der hängt hier gerade, eigentlich bullisch zu sehen. Beziehungsweise es hätte jetzt hier vielmehr schon Rücksetzer geben müssen, die nicht erfolgt sind. Insofern ist es durchaus ein bullisches Momentum. Warten wir mal ab, was der US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen eben macht. Wie gesagt, hier nochmal zurück auf das kurze Geschehen. Oberhalb des Pivot Point alles wunderbar. Gehen wir hier nochmal nach oben raus und markieren neue Tageshochs. Dann sieht das gut aus, dass wir hier noch mehr Drive reinkriegen im Sinne des bullischen Wochentages. Nach unten Obacht geben, 120,65, 120,60, wenn wir da drunter gehen sollten. Dann hätten wir hier sicherlich auch auf Tagesbasis ein kleines Dilemma. Da müsste man nämlich sehen, ob diese Trendlinie hier, die sich seit Februar eben erstellt hat, erarbeitet hat, dann halten kann, den Preis aufhalten kann. Das sieht dann nämlich eher so aus, als würden wir dann ein Stück weit tiefer setzen und hier diese Unterstützungszone um 120,30, 120,40 antesten wollen. Also letztlich hier Niveaus unter 120,65 sollten zwingend vermieden werden, da diese das kurzfristige Bild durchaus schädigen könnten. Gut, liebe Zuschauer, das soll es aber schon gewesen sein für den heutigen JFT-Devisenradar. Der US-Dollar-Yen in einer allumfassenden Betrachtung, will ich mal sagen. Ich wünsche Ihnen an dieser Stelle jetzt schon mal ein schönes Wochenende vorab. Kommen Sie gut rein. Wenn Sie mögen, gleich gibt es noch das das JFT Live Trading TV. Da wollen wir uns nochmal den DAX und andere Underlyings näher anschauen. Sind Sie herzlich eingeladen auf dem JFT Desktop. Jederzeit for free können Sie da mit aufschalten. Ansonsten wünsche ich Ihnen schon mal vorab ein schönes Wochenende und freue mich, wenn wir uns in der kommenden Woche wiederhören hier beim JFT Devisenradar. Bis dahin, beste Grüße, Ihr Christian Kämmerer.